Uwe Wegmann, Glückwunsch zum zweiten Mal Trainer des Jahres. Eine Auszeichnung, wo man, glaube ich, ein bisschen mit rechnen konnte nach dem Pokalsieg, oder? Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, es war sicherlich ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir das Cup-Finale letztes Jahr gewonnen haben, 2012, und die damit zusammenhängende Qualifikation für die Europa-League-Spiele durften. Klar, war sicherlich neben der guten Saison, was wir eigentlich gespielt haben, mit ausschlaggebend. Es hat uns vielleicht, das Cup-Finale vielleicht ein bisschen an Substanz gekostet letztes Jahr in der laufenden Saison, weil wir danach dann doch in der Meisterschaftsspiele ein bisschen eingebrochen sind. Dennoch, wenn man die Saison ja anschaut, was ja auch eine tolle Saison bisher war, die 15 Spiele, 30 Punkte, immer nur 2 hinter dem ersten und punktgleich mit dem zweiten. Also die Aufstiegshoffnung ist ja da. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Wir werden jetzt uns vernünftig vorbereiten und werden dann in der ausstehenden Spiele in der Rückrunde nochmal voll angreifen und wollen gucken, dass wir nur die ersten 2 kommen, beziehungsweise einer von den 2 besten Drittplatzierten sind und somit dann auch an der Aufstiegsspiele teilnehmen können. Und ja, gut, wenn es uns gelingt, wären wir natürlich sehr froh, ist ganz klar. Nach Aufstiegen oder Pokalsiegen, fragt man immer, wie wird das gefeiert jetzt? Wie feiert man den Trainer des Jahres? Ja gut, feiern. Ich meine, eins ist klar, ich bin natürlich schon stolz drauf und freue mich auch riesig, dass ich das zweite Mal die Auszeichnung bekommen habe und möchte mich an der Stelle natürlich auch nochmal bedanken bei allen, die mich gewählt haben, die gewotet haben für mich und natürlich auch Erfolg kannst du natürlich auch nur haben, wenn es im Verein, in der Mannschaft stimmt und alles intakt ist. Und das ist bei uns beim USV der Fall. Und deswegen, wie gesagt, es macht einfach Freude, dort tagtäglich dort die Arbeit so zu machen. Und ja, Nikolas Haas, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal Nachwuchsspieler des Jahres. Ja, erwartet das Ganze wieder oder war es trotzdem wie letztes Jahr etwas ganz Neues, ganz Aufregendes? Nein, wenn man Konkurrenz anschaut, sind die Spieler eher verletzt gewesen. Die ganze Saison durch. Dort hatte ich Glück mit der Verletzung. Ich hatte nie eine Verletzung. Ich habe praktisch alle Spiele Rückrunde machen können. Die Vorrunde ist leider ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich bin nicht so viel zum Spielen gekommen. Durch einen Trainerwechsel habe ich auch Spiele machen können und bin froh darüber. Jetzt hast du das zweite Jahr in Folge gewonnen, den Preis. Davor der David Hasler zweimal in Folge. Sind das so die Hasler Festspiele, der Hasler Preis für die Nachwuchsspiele immer? Bleibt es bei euch irgendwie im Namen Hasler verwurzelt? Es sieht ganz danach aus, ja. Gibt es irgendeinen Nachkommen, der dann deine Nachfolge übernimmt sozusagen? Ich weiß nicht, also einen Hasler gibt es kaum mehr, glaube ich, einen Jungen. Aber ich wünsche den anderen ganz viel Glück, dass sie das so mal gewinnen dürfen. Du hast es zweimal gewonnen, den Nachwuchspreis. Wenn natürlich der große Preis Fußball des Jahres, wahrscheinlich das nächste Ziel irgendwann mal. Ja, ganz sicher. Ja. Es muss Ziel sein von mir, dass ich auch im nächsten Jahr vielleicht wieder einen grossen Rudertitel gewinnen kann. Was muss man dazu leisten? Was braucht es dazu, dass man den Titel dann gewinnt? Zuerst einmal muss man viel spielen. Vielleicht ein paar Goal schiessen, was ich noch nicht so hergebracht habe. Aber konstante Saison herbringen und erfolgreich sein. Michele Polverino, herzlichen Glückwunsch. Fußballer des Jahres. Überraschend für dich oder erwartet man da ein bisschen was davon, wenn man nominiert ist? Ja, natürlich denkt jeder hoffentlich, dass man es gewinnt, aber ich habe mir jetzt gedacht, dass es natürlich schwierig sein wird für mich, weil ich das erste halbe Jahr im Iran verbracht habe. Man hätte mich nicht können, richtig verfolgen und Iran, Fußball kann man vielleicht irgendwie die Leute da nicht irgendwie etwas Thema verbinden, oder? Und dass ich dann aber eben im Sommer können zu Wolfsberg AC wechseln. Dank an Bielica muss ich natürlich auch ansprechen, dass ich ihm sehr dankbar bin, dass er mich eigentlich unter Vertrag genommen hat und mir das Vertrauen gegeben hat. Und dass ich jetzt hier stehen kann beim LFV und gewonnen habe, ist natürlich eine tolle Sache. Oder? Und ich denke, das kann ich der guten, tollen Leistung vom letzten halben Jahr verdanken, die ich in der Bundesliga vollbracht habe. Ich habe gesehen, dein Bruder, der Daniele, hat den Cup in die Hand genommen, den Cup, weil er das zweite Mal nominiert war als Trainer des Jahres und wieder nicht geworden ist. Ja, was hat er gesagt dazu? Nein, er hat mir gratuliert und er hat mir von Anfang an schon gesehen, wo der Award gesehen ist. Er hofft, dass es wäre und er denkt, dass es wäre, weil ich wirklich eine gute Leistung gebracht habe das letzte halbe Jahr und er würde mir auch Daumen drücken. Und ich wünsche ihm natürlich auch, dass er so schnell wie möglich wieder einen Trainerjob annehmen kann und dass er dann natürlich auch eines Tages auf der Bühne stehen kann mit dieser Trophäe. Im Vergleich zum Nikolas Hasler und zum Uwe Wegmann bist du jetzt das erste Mal ausgezeichnet worden. Schweres Teil, oder?
Ja, es ist schon recht schwer. Also ich habe nicht erwartet, dass das so schwer ist, aber es ist natürlich schön, dass man das jetzt in der Hand haben darf. Und ich versuche natürlich auch nächstes Jahr wieder zu holen. Für das würde ich alles dafür tun. Die Nomination hat mich jetzt gerade irgendwie noch mehr motiviert, um noch mehr zum Gas zu geben. Und ich hoffe, dass ich natürlich den Titel nochmal verteidigen kann.